Die Idee ist natürlich, dass man in dem Land, wo man also zu einer Ausstellung eingeladen ist als Künstler, die Leute einbezieht, die hier leben. Oh, Mama Mia, look what she's doing, wow! Und meine Arbeit, das Lady Musgrave Reef, war von vornherein so geplant, dass wenn es an andere Orte geht, als die, die schon passiert sind, nämlich Hamburg, Wien, Krems, Sao Paulo und viele andere, dass die Leute hier sich an dem Workshop beteiligen und auch Korallen häkeln. Und es sind, ohne dass wir große Werbung gemacht haben, mindestens 20 gekommen und arbeiten jetzt mit mir zusammen. Und wir werden bis Weihnachten wahrscheinlich jeder dieser Personen 10 Stück erzeugt haben. Und das werden dann 120 Korallen, die zusätzlich zum bestehenden Riff integriert werden. Und jede Person darf vor der Ausstellungseröffnung ihre Korallen auf meiner Arbeit platzieren, die im Museum Metropolitan in Lima gezeigt wird. Und das ist das Grundprinzip. Und die Städtische Galerie hat uns den Raum gegeben und jede Person schreibt sich ein auf einer Liste, wann sie was gearbeitet hat, und so wird dokumentiert, dass ihre Arbeitsform mit mir in Kooperation so ein relativ natürliches System ist. Es ist ein Wochenende und sie sind trotzdem zu mir gekommen und haben einen unheimlichen Spaß miteinander und eine gewisse Produktion, die ich als Wachstum sehe. Das ist halt etwas typisch Weibliches, dass man nicht Dinge hinterfragt, ob sie jetzt sinnvoll oder sinnlos sind. Hauptsache, man kommuniziert miteinander, und das ist die Grundlage der Arbeit von Lady Musgrave Reef.